Moin, wir sind Claudia und Jenny und seit einigen Monaten sind wir dabei, unseren Sprinter Eddie zu einem Campervan umzubauen. So langsam wird das Ganze auch wohnlich und einen großen Anteil davon hat unser Bett. Und darum soll es heute in dieser aktuellen Episode gehen, wie wir das Ganze machen, für welche Variante wir uns entschieden haben und ob das alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen wunderbar ungeplanten Vlog. Heute tatsächlich mal ohne meine bessere Hälfte. Claudia muss arbeiten, aber wir haben gedacht, wir nutzen trotzdem die Zeit und deswegen werde ich mich heute an das Thema Bettbauen machen. Das ist so ein Thema, da gibt es schon wieder tausend verschiedene Varianten, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Da gibt es zum Beispiel die Variante, dass du mit Nietmuttern arbeitest, dafür brauchst du wiederum eine Nietmutternzange, um da irgendwie die Balken an die Karosserie festzumachen. Dann hast du die Möglichkeit, mit Querbalken zu arbeiten, die irgendwie als Stützen zu benutzen oder das Ganze mit Aluprofilen zu machen. Das ist dann wieder so eine Gewichtssache. Und wir haben uns aber tatsächlich jetzt entschieden für die ganz klassische Variante. Das heißt, wir haben nachher vier Eckpfeiler und dann den großen Holzrahmen einmal drumherum. Einmal 1,40 in der Breite, weil wir uns gedacht haben, wir haben es ja gerne bequem, gerade im Bett, mit ein bisschen Platz. Deswegen machen wir das Ganze 1,40 groß. Nicht extra zum Ausziehen, weil wir keine Lust haben, das nachher dann immer aufzubauen. Deswegen 1,40 in der Breite. Und in der Länge muss ich mal ausmessen, auf was wir nachher kommen. Ich glaube knapp über 1,80 bei einem Mercedes Sprinter. Ohne Gewehr muss ich mir gleich auch erstmal angucken. Und damit wir das alles machen können heute, müssen wir erstmal in den Baumarkt fahren. Da brauchen wir Holz, wir brauchen die Winkel, wir brauchen die Schrauben und was man noch so alles braucht. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal in den Baumarkt, besorgen die Materialien und dann geht's los. So, die Holzlatten sind jetzt alle getrocknet. Ich habe die nochmal mit Leinöl eingestrichen, damit das nochmal ein bisschen einziehen kann. Die sind jetzt, wie gesagt, getrocknet seit ein paar Stunden. Und jetzt werde ich mich mal daran machen, das Ganze auszumessen. Wir haben gesagt, wir wollen das Bett jetzt nicht ganz so hoch bauen, weil wir brauchen natürlich Stauraum unterm Bett, ist klar. Aber wir wollen halt auch noch wahrscheinlich, müssen wir mal gucken, an beiden Seiten oben Hängeschränke machen. Und wir wollen einfach noch ganz normal möglicherweise sitzen können. Deswegen werden wir wahrscheinlich so zwischen 60 und 70 cm hochgehen, aber höher soll das Ganze dann nicht werden. Wir schauen mal. Ja. So 70 cm, glaube ich, machen wir das Ganze. Ich habe jetzt alle vier Längspfeiler zugeschnitten und schon mal die länglichen Stücke von 1,40 Meter. Ich habe mich für Fichte Tanne entschieden für das Holz. Es ist relativ leicht, aber trotzdem stabil. Das sind die Maße 54 mm x 34 mm x 2 Meter Länge. Jetzt nicht mehr, jetzt sind es nur noch 70 cm. Und die versuche ich jetzt festzukriegen. Wir waren ja schon vielleicht ein bisschen übereifrig und haben ja schon Holzlatten für die Unterkonstruktion festgemacht. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, weil wir vielleicht von Anfang an hätten etwas dickeres Holz nehmen müssen. Aber ich schaue mal, dass es jetzt trotzdem alles stabil wird und dass ich das gut und fest an die Seitenwände rankriege. Dann gucken wir einfach mal. Na, vielleicht gibt es eine bessere Lösung, aber ich gucke jetzt einfach mal, dass ich eine Lösung finde, die für uns passt. Thank you.
vorher, dass Barcodes auf die Produkte drauf müssen, aber jetzt hier voll auf die Löcher drauf geklebt, schon ein bisschen blöd. So, der erste Pfeiler sitzt da hinten, bombenfest, mit der Wasserwaage ausgerichtet, dass es auch gerade ist, und das gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten. So, auch Balken Nummer 2 bzw. Bein Nummer 2 ist dran. Den habe ich hier dran gemacht. Hier unten auch nochmal, dass der Winkel da so ein bisschen übersteht. Das macht nichts, da kommt ja sowieso was vor. Also ich muss sagen, es ist zwar Friemelarbeit und sehr viel Messen und der Wasserwaage schauen, dass alles auch wirklich gerade ist und wahrscheinlich eine etwas unkonventionelle Variante, die wir hier machen. Aber ich hätte natürlich auch wieder unseren lieben Freund Mario fragen können, ob er mir hilft oder jemand anderen da einfach größeres Werkzeug hat, größere Sägen etc. Ihr habt ja gesehen in den Ausschnitten vorher, ich habe das heute mit einer ganz klassischen Handsäge gemacht. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das tatsächlich auch geht. Also mit den einfachsten Sachen, die man so hat, ob das mit den Sachen auch geht. Es gibt natürlich Werkzeuge, da geht alles schneller und vielleicht auch etwas sauberer, ohne dass man jetzt irgendwie groß nacharbeiten muss in Sachen von nochmal mit einem Sandpapier, Schmirgelpapier, die Enden ein bisschen glatter machen. Geht wahrscheinlich alles. Ich wollte tatsächlich dieses Projekt jetzt mal in die Hand nehmen und mal schauen, ob ich es hinkriege mit dem, was wir haben und wie ich es auch hinkriege. Ob das nachher alles genauso ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ob es stabil ist. Ob es auch mit dieser Variante, für die wir uns jetzt entschieden haben, ob das alles funktioniert oder ob es eine von diesen bekannten Varianten sein muss, die ich am Anfang aufgezählt habe. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Und das gehört auch teilweise dazu. Ich habe vorhin nicht gut abgesägt, sodass mir jetzt ein ganz bisschen
zu viel übersteht. Und das muss ich jetzt noch nachträglich mit der Säge einmal absägen. Mit der Handsäge. So, auch Beine Nummer 3 und 4 sind jetzt fest verankert. Nicht wundern, oben links. Es ist ein bisschen schräg. Das kommt daran, dass die Leiste oben schräg angebracht wurde. Aber ich habe mit der Wasserwaage nachgemessen. Es ist gerade. Hinten ist soweit auch alles fest. Jetzt kommt praktisch der Bettrahmen oben. Den baue ich jetzt erst zusammen und dann setze ich den ganz zum Schluss drauf und schraube den auch wieder fest. So, ich habe jetzt alle Latten zurechtgeschnitten, zurechtgesägt für den Bettrahmen. Einmal die 1,40er Latten in der Breite und dann die in der Länge, die sind ein bisschen länger. Und daraus werde ich jetzt den Rahmen bauen mit den Konstruktionswinkeln und das ganze Konstrukt dann auf die 4 Füße setzen. Bin gespannt, ob das hält. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig gut. Bin ein bisschen stolz. Es passt sehr gut, auch von der Länge her. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist hier der Griff. Mir fehlen jetzt hier, ja, was ist das? Ein Zentimeter circa. Es müsste eigentlich noch ein bisschen weiter in die Richtung. Aber der Griff ist hier im Weg. So, jetzt haben wir überlegt. Der soll gerne dranbleiben. Falls man doch mal irgendwie hier die Stufe benutzen will, um irgendwie von dieser Seite reinzukommen oder wie auch immer. Da werde ich jetzt überlegen, was machen wir jetzt? Erst wollte ich das ganze Ding komplett abmontieren, aber wie gesagt, der soll ganz gerne dranbleiben. Jetzt habe ich Mario gefragt, ob der mal vorbeikommen kann, beziehungsweise ob er einen Tipp hat. Und er hat gesagt, vielleicht können wir den Griff hier ein bisschen kürzen. Das müssen wir jetzt gleich mal schauen, ob das noch funktioniert. Das wäre natürlich die optimalste Lösung. So, Mario war da, hat den Griff erstmal abmontiert, die Schrauben drin gelassen. Der Griff wird jetzt gekürzt und dann kommt er wieder dran und dann haben wir das Problem auch gelöst. Calling me.
Das Lattenrost ist drauf und festgeschraubt. Jetzt machen wir mal den ultimativen Stabilitätstest. Naja, ultimativ nicht. Ich glaube, das wäre, wenn wir zu zweit wären, aber wir probieren das jetzt schon mal aus. Das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Geil. So ihr Lieben, es ist vollbracht. Ich sitze auf unserem Bett, auf dem selbstgebauten eigenen Bett. Bin ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Wichtigste ist, es ist stabil. Es ist jetzt wirklich stabil. Wie eingangs erwähnt, es gibt mit Sicherheit andere Varianten, wie man dann letztendlich ein schönes, großes, stabiles Bett baut. Unsere Art und Weise funktioniert für uns. Sie sieht gut aus, wobei es wird sowieso nachher alles noch verkleidet. Also da sieht man sowieso nicht mehr viel letztendlich vom ganzen Konstrukt. Aber dass es tatsächlich so gut funktioniert hat und das Ergebnis letztendlich so gut und so stabil wird, freut mich umso mehr, weil ich sowas halt auch noch nie gemacht habe. Ich war jetzt gerade eben noch bei Mario wegen des Griffs und in dem Zuge bin ich halt noch mal extra hingefahren, weil er meinte, er hätte noch ein bisschen Multiplex-Platte. Und die haben wir jetzt, zeige ich euch gleich noch mal, an den Hecktüren rechts und links dran gemacht. Einmal, um noch einfach ein bisschen mehr Stabilität in das Ganze reinzukriegen. Und ich muss sagen, es ist wirklich, also es war vorher schon sehr stabil und jetzt ist es einfach noch stabiler als vorher. Und dann war die Multiplex-Platte dran und dann saßen wir unterm Bett und haben angefangen so ein bisschen zu überlegen, wie wir denn den Raum unterm Bett nachher am besten nutzen können. Und aus dem wir schauen mal, komm mal mit, wir machen mal was, ist tatsächlich unser erstes Regal entstanden. Das können wir rein theoretisch jetzt noch erweitern, wenn wir uns dann überhaupt einen Plan gemacht haben. Heißt, wir können das Ganze noch ein bisschen tiefer machen, dass wir noch ein bisschen mehr in den Raum reingehen oder wir machen noch einen Boden rein oder noch einen Boden rein. Das steht uns nachher frei, aber jetzt haben wir da einfach erstmal schon mal unser erstes Regal unten, wo wir dann gucken können, wie wir es dann nachher am besten nutzen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt am besten nochmal, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. So, da ist Platte Nummer 1. Platte Nummer 2 ist dort hinten. Sieht man jetzt auch nicht mehr, weil wir da noch einen Balken vorgemacht haben. So, hier hinten ist die Platte. Dann haben wir den Holzbalken hier noch festgemacht. Haben den Fuß hier gemacht. Haben wir unten noch so Holzdinger von der Multiplex-Platte. Da die Reste, die praktisch überstanden, weil wir das hier oben ein bisschen kürzen mussten. Das haben wir als Stütze hier unten benutzt. Und dann Bretter drauf. Das sind zwei Profilbretter, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, die heißen so. Und jetzt haben wir unser erstes Regal drin. Ich finde es super. Wie letztendlich wir die Ladung natürlich auch sichern, müssen wir dann auch nochmal gucken, ob wir das irgendwie mit Spanngurten machen oder ob wir hier einfach auch nochmal Holz bauen. Das sind alles Sachen, da machen wir uns später Gedanken drüber. So, das war's. Projekt Bett können wir definitiv jetzt abschließen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ihr könnt uns natürlich gerne wieder Anmerkungen geben, wie man das noch hätte anders bewerkstelligen können. Aber letztendlich ist die Sache gegessen. Das Bett ist da. Umbauen werden wir es höchstwahrscheinlich, also zu 99,5% wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Es sei denn, es bricht durch, aber das Ganze ist so stabil, wird eigentlich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Claudia, mich und Kuba später halten wird. Von daher werden wir da wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr großartig viel umbauen. Aber trotzdem, lasst es uns gerne wissen, eure Gedanken. Teilt sie uns gerne mit. Wie immer lesen wir sie sehr, sehr gerne. Also, in dem Zuge, bleibt schön gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Was das Ganze sein wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufgenommen habe, noch nicht. Es könnte der Dachträger werden, es könnte auch was anderes werden, wissen wir selbst noch nicht. Also ihr und wir werden dann sehen, was das nächste Video wird. Und bis dahin, alles Gute, ciao, wir sehen uns.